Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Trading mit NinjaTrader 8. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXFED Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader recht herzlich zu dem heutigen Webinar, welches Christoph Radecker von NinjaTrader durchführen wird, zu dem ich gleich rübergeben werde und den ich natürlich auch hier recht herzlich begrüße. Bevor wir loslegen, einfach nochmal kurz die Frage in die Runde, ob die Bild- und Tonübertragungen in Ordnung sind. Vielleicht können Sie ein kurzes Feedback geben, ob von der Technikseite her alles passt, dann weiß ich, dass da alles in Ordnung ist. Also aktuell sollten Sie die FXFED Homepage sehen und ja, hoffentlich können Sie mich auch hören. Ja, also wir haben die Möglichkeit über die Chat-Funktion, ja, mit mir zu kommunizieren und natürlich auch während des Webinars Fragen zu stellen. Ja, also nutzen Sie die Möglichkeit, das ganze Webinar interaktiv zu gestalten, wenn Sie Fragen haben zur Plattform, zu dem, was Christoph gleich zeigen wird. Und ja, ich habe das Feedback schon bekommen, alles funktioniert super. Vielen Dank. Vielleicht noch kurz zwei, drei Hinweise hier zu den nächsten interessanten Veranstaltungen. Sie sehen das hier bei uns auf der Homepage. Deutschlands größtes Live-Trading-Event begleiten wir oder veranstalten wir im Rahmen der Pre-Conference auf der World of Trading am 22. November diesen Jahres. Also es ist nicht mehr lange hin, ja, so knapp 6 Wochen. Da ist es an diesem Donnerstag auf dem Gelände der World of Trading in Frankfurt. Also wenn Sie uns live kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf der Messe. Wenn Sie beim Live-Trading-Event live dabei sein möchten, dann ja, gucken Sie sich das hier an. Wir haben hier Informationen dazu auf unserer Homepage. Und ja, Christoph Radecker ist auch dabei und noch viele andere Referenten, die hier alle aufgeführt sind. Sie sehen das Programm, 8 Uhr morgens geht's los. Live-Trading vormittags, dann einige Vorträge und Live-Trading nachmittags. Ja, okay. Das ist ein kleiner Hinweis zu dieser Veranstaltung. Ich denke, sehr, sehr interessant, auch mal persönlich die Trader zu treffen und denen über die Schulter zu schauen. So, Christoph muss ich noch eben mit zum Organisator hier ernennen und dann natürlich auch zum Moderator. So, ich hoffe, du kannst mich hören, Christoph. Und ja, wenn du soweit bist, dann würde ich zu dir rüberschalten. Schönen guten Abend. Hi, Andreas. Ja, hallo. Guten Abend. Bin bereit, logisch. Super, dann schalte ich rüber, gebe den Monitor frei und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Okay, danke. Hi, Trader. Schönen guten Abend. Ereignisreiche Tage. Haben wir gestern knapp 1000 Punkte Move gesehen im Dow Jones. Gut, was los. Aus diesem Grund habe ich ja diese Themen oder ein Thema heute gewählt. Die ATM-Strategien und dann Neuerungen im NinjaTrader 8. Gemeint ist da das Release Nummer 16. Also zuallererst vielleicht mal die ATM-Strategien, das ist unser fortschrittliches Trade Management. Komme ich dann drauf später, möchte ich das live ein bisschen zeigen, warum man das speziell heute oder gestern oder in Tagen mit viel Volatilität gut gebrauchen kann oder warum es wirklich nötig ist. Und dann Neuerungen im Programm. Also etwa jedes Monat kommt eine neue Version von NinjaTrader raus, eine Erweiterung oder beziehungsweise ein neues Release. Wir reden von Software. NinjaTrader hat auch noch ein paar kleine Bugs. Ja, das ist normal. Also beispielsweise auch bei NinjaTrader 7, ein Programm, das sehr, sehr doch jetzt einige Jahre unter Anführungsstrichen auf den Buckel hat. Sind wir im Moment, glaube ich, bei Release Nummer 38. Bei NinjaTrader 8 ist jetzt das aktuelle, das Release 16. Das kommt am kommenden Montag raus und ich wollte euch heute dann auch einen kleinen Ausblick geben, was das beinhaltet. Sind mehr als wirklich 15 sehbare oder wahrnehmbare Änderungen drin, ein komplett neues Design unter anderem. Und ja, darauf möchte ich heute eingehen. Wie immer, wie gesagt, wir von NinjaTrader, aber auch natürlich FXFED, die Wertpapierhandelsbank oder CapTrader. Wir brauchen Risikodisclaimer, dass eben der Handel an den Börsen mit Futures, Forex, CFDs eben Risiken beinhaltet, nicht für jeden Trader geeignet ist und eben man möglicherweise im Futures-Bereich speziell mehr als das eingezahlte Kapital verlieren kann.
sollte nur Risikokapital verwendet werden oder nur Teile. Wenn jetzt jemand Systeme handelt, vielleicht auch mit LinearTrader, dann eben auch bitte bedenken, dass eine vergangene Performance eben leider keine Garantie ist für die zukünftige Entwicklung. Okay. Erster Part, also nur angerissen hier, ATM-Strategien, Advanced Trade Management, auf Deutsch fortschrittliches Trade Management, ist auf jeden Fall ein Thema, worum es heute gehen wird. Es ist dann so der praktische Teil, auf den ich dann also im Teil 2 dann eigentlich dann eingehe. Wie schaut das Ganze aus mit diesem ATM-Strategien, nennen wir das, also dieses fortschrittliche Trade Management, sind jetzt hier diese roten Balken in dem Dom oder auch im Chart zum Sehen, die horizontalen Linien, als auch die grünen, eben hier Absicherungsmechanismen, die die Plattform frei, also die man eben in der Plattform konfigurieren kann, ist, glaube ich, zwingend notwendig, wenn jemand die Märkte verfolgt, dann speziell jetzt, auch in der heutigen Zeit, oder in den letzten Tagen speziell, natürlich erratische Bewegungen und ja, aus diesem Grund wollte ich das oder möchte ich dieses Thema heute auch ansprechen. Sind, wie gesagt, automatisch platzierte Stops und optional auch Targets, die man eben frei, im Endeffekt sehr, sehr flexibel für sich gestalten kann. Ja, man kann diese Stops und Targets natürlich auch an Indikatoren beispielsweise andocken oder auch mit Trailing-Stops arbeiten, sind natürlich frei verschiebbar. Darauf komme ich jetzt dann aber im praktischen Teil. Wie gesagt, mir ging es jetzt heute darum, dass wir das mal ansprechen, was wir jetzt dann hier machen heute. Und jetzt dann als erstes mal die Neuerungen in der Release 16. Interessantes Thema, glaube ich, weil eben speziell jetzt in den letzten Monaten viel bei uns oder viel bei LinearTrader auch passiert ist. Wir haben dieses Orderflow Plus Paket rausgebracht, ist aber nur ein kleiner Teil der Neuerungen. Wir geben weiterhin Gas. Und hier bei der Version 16 kommt beispielsweise dieses Thema Cryptocurrency, Kryptowährungen noch mehr zur Geltung. Das ist ganz interessant, wenn man mal anschaut, also vielleicht so ein Markt Insight beispielsweise, es gibt ja auch einige Firmen, die sind auf den Handel mit Cryptocurrencies eben spezialisiert. Da ist wirklich so, dass diese zum Teil Hunderttausende von Konten im Monat aufmachen. Unglaublich. Ja, also der, würde man sagen, zwar der Hype ist vorbei, aber trotzdem die Nachfrage nach Cryptocurrencies oder auch das Trading dieser Kryptowährungen weiterhin beliebt. Wir haben jetzt hier diese Markttiefe visuell rausgebracht. Wie gesagt, es kommt eben dann am kommenden Montag, wird das verfügbar sein. Du hast, es gibt auch einen kostenlosen Zugang zu Coinbase. Also sprich, wenn man sich das mal anschauen möchte, kann man sich das anschauen. Ja, ist jetzt hier so unsere Lösung der Markttiefendarstellung der Cryptocurrencies. Und ich möchte euch jetzt mal einige Punkte aufzeigen, die jetzt hier speziell in der Version 16 neu sind. Wir haben hier als Punkt 1 diese Order-Flow-Markttiefe. Wir haben eben hier eine Markttiefe, wo man eben das Handelsvolumen oder die Limitaufträge im Chart auch visuell darstellen kann. Da haben wir einige Erweiterungen in der Version 16. Dann haben wir diese Volumetric Bars, wenn das jemand noch nicht gehört hat. Das ist so die sogenannte Footprint-Darstellung. Da haben wir jetzt hier eben eine vereinfachte Volumenerkennung hinzugefügt, sprich, dass es einfacher ist, wirklich zu fokussieren, wo war das meiste gehandelte Volumen, also hier visuell eine Aufarbeitung. Dann Orderflow, das Volume Profile, ich schreibe jetzt hier, erkennt nur einzelne Monate, früher war es so, man konnte hier gewisse Anzahl von Tagen zurückgehen und diese dann eben in einem sogenannten Combined Profile eben zusammenfassen. Es ist hier so, man kann das dann jetzt auch wirklich monatlich als Beispiel eben darstellen. TPO-Charts ist jetzt auch wieder so dem Thema Volume Profile, TPO, Market Profile, haben wir hier dieses Open Close hinzugefügt. Dann unter dem Arbeiten oder mit dem Arbeiten mit Indikatoren neue Templates für die Indikatoren, das ist neu. In der Vergangenheit ist es so gewesen, wenn man Indikator benutzte, beispielsweise den MACD, dann kam der immer mit dieser Standardeinstellung, sagen wir 1433, kam der, ja. Und jetzt ist es so, dass man aber auch Templates eben erstellen kann, also Vorlagen für Indikatoren, dass man die eben abspeichern kann. Also sollte es arbeiten, wenn man technisch orientiert arbeitet, deutlich vereinfachen. Dann haben wir hier in der R16 neu drin, die sogenannten Fibonacci-Pivots. Interessante Darstellungsform der Fibonacci-Linien. Camarilla-Pivots war so ein Geheimtipp, ehrlich gesagt, bis vor ein paar Jahren. Ist jetzt mittlerweile auch drinnen. Ist ähnlich den Fibonacci-Pivots offen gesagt, haben hier dann noch zusätzlich
Choppiness-Indikator, Vortex-Indikator und dann speziell, was mir persönlich sehr gut gefällt, dieser Block-Volume-Indikator. Also sprich, der zeigt dir dann an, wenn ein großer Marktteilnehmer anhand einen großen Trade gemacht hat, und diese Blockgröße kann man eben frei definieren. Für Forex-Trader haben wir hier dieses FX-Teil noch mit dabei, also ich werde es dann gleich als Bild zeigen, dann noch ein Indikator, diese Psychological Line, dann ein komplett neues Design, finde ich mega cool, muss ich sagen, also sprich, gut, im Grunde ist es egal, wie die Plattform ausschaut, Hauptsache sie ist benutzerfreundlich und macht das, was sie soll, ja. Aber trotzdem, neues Design ist dann ansprechender, Erweiterungen für diesen Marktscanner und dann, wie gesagt, wie ich vorher auf dem Bild vorher hatte, eben diese Depth-Map für die Kryptomärkte. Hier ist jetzt dieses neue, die Erweiterungen für diese Orderflow Market Depth Map, also diese markttiefen Darstellungen. Also was wir hier gemacht haben, wir haben dann hier auf der rechten Seite neben der aktuellen Markttiefe haben wir dann auch noch diese Zusammenfassung des gehandelten Volumens mit dazu gebracht. Sieht man eigentlich dann auf einen Blick, wie viel Handelsvolumen an diesem Tag denn zu diesem Preisniveau war, wo gab es Übereinstimmung, wo war wenig Handelsvolumen, ist auf alle Fälle, glaube ich, visuell eine ganz gute Geschichte, die weiterhilft meines Erachtens. Okay, also daher auch hier eine Erweiterung, könnt ihr natürlich gerne ausprobieren, ist ein Indikator, wenn ihr die Vollversion habt. Dann haben wir hier diese Footprint-Darstellung, unsere Volumetric Bars. Ihr seht jetzt hier diese horizontale Linie, wo das größte Volumen war, arbeiten wir hier deutlich besser heraus. Man hat die Möglichkeit, das eben heraus nochmal deutlicher darzustellen. Also hier zu sehen, 3176 Kontrakte und 2691. Ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Also unser Gedanke hier, wir werden da auch weiterhin daran arbeiten, die Volumen oder das Order Flow ein bisschen zu vereinfachen, ja, dass man eben sagt, okay, man hat jetzt hier keine 1000 Zahlen, sondern man sollte dann wirklich vielleicht auf einen Blick sehen, idealerweise auf einen Blick sehen, wo denn die wichtigste Information womöglich zu finden ist. Dann war das hier das Thema dieses Volume Profiles. Das ist jetzt diese Darstellung, die mehrere Tage eben kombiniert. Ja, wo war das meiste Handelsvolumen, wo war der POC, wo war Value Area High und das Low. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Änderung eben vorgenommen, dass er jetzt hier wirklich die Monate erkennt bis dato. Da kann man darüber streiten, ob das jetzt ein Bug war oder nicht, konnte man eben definieren, die Tage, so wie weit das er denn pro Profile eben zurückgeht. Jetzt kann man das eben monatlich eben machen. Man sieht unterhalb noch die Summe der gehandelten Kontrakte und auch die Handelsspanne. Handelsspanne, wie gesagt, im September waren ja 76 Punkte im S&P Mini, ihr seht es unten dann, 76,75. Da sind wir jetzt Anfang Oktober oder mit gestern dann natürlich schon deutlich drüber. Auf alle Fälle, glaube ich, eine interessante Geschichte oder eine interessante Sache, Volume Profile speziell oder die Volumenanalyse. Erfreut sich speziell ja im Moment größter Beliebtheit. Also hier ist ein Punkt oder ist eine Sache, wo wir immer jetzt auch in Zukunft weiter Entwicklungen vornehmen werden. Ich weiß, dass, wie gesagt, Ritter relativ viel mit dem Produktmanagement und ja, das sind die Pläne auf alle Fälle noch, ja, das haben wir da sehr viel vor. Eine kleine Änderung hat man hier in diesem TPO-Chart gemacht, Open-Close. Ist hier ein bisschen schlecht zu sehen, meines Erachtens. Man sieht jetzt hier auf dem Preislevel von 2.929,50 mal ein O und dann auf dem, ja, also für den Open und den Close haben wir auf jeden Fall noch hinzugefügt. Es gibt Trader, die diese Darstellungsart eben nutzen und aus diesem Grund haben wir das eben jetzt hier noch hinzugefügt. Ein Punkt, der vielleicht jetzt euch jetzt vielleicht noch nicht aufgefallen ist, aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Benutzerwünsche und das ist jetzt auch ein Punkt, den wir jetzt die nächsten Monate speziell stark in Angriff nehmen werden. Ein Punkt, den ich jetzt persönlich, der mir nie aufgefallen wäre, ist aber folgender, dass eben dieser auf der rechten Seite, dieser Chart Trader, der war ja war bei uns immer auf eine gewisse Größe beschränkt. Ja. Und das ist jetzt eine Änderung, die bei der R16 neu kommt. Man kann den verschieben, nach links, nach rechts, man kann den so in die Breite ziehen, so weit wie man möchte. Also auch wieder in diese Richtung gehen wir. Individualisier du deine Plattform, wie du die haben möchtest, ist natürlich hier nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir dann insgesamt machen werden. Aber trotzdem, wie gesagt, hier, das war ein Userwunsch, der eben auch kam.
Weiterhin haben wir hier in diesem Chart Trader, speziell glaube ich jetzt für Forex und Aktientrader, also wenn du jetzt bei Cap Trader beispielsweise Aktien handeln möchtest mit Linie Trader, haben wir hier bei Order Quantity, also die Auftragsanzahl, haben wir hier dieses neben den Pfeilen links eine Funktion eingefügt, dass man eben wirklich Auswahlkriterien schon vordefinieren kann. Ja, jetzt angenommen, du bist ein Forex Trader und handelst normal 5 Mikrolot, ja, also dann könntest du dir beispielsweise so eine Schnellauswahl eben einstellen, wo du dann beispielsweise vielleicht ein Minilot und zwei Minilot nochmal anwählen kannst. Also hier haben wir diese Auswahl der Auftragsanzahl eben vereinfacht. Aber ein Punkt, der, wie gesagt, der auch nachgefragt worden ist, das mit einem Mausklick kommt man darauf. Dann war eben der Punkt abspeichernde Indikatoren oder der Templates oder der Einstellung der Indikatoren. Nicht jeder Indikator ist jetzt einfach wie, sage ich mal, eine EMA oder ein SMA-Indikator oder ein RSI, sondern es gibt ja wirklich Indikatoren, die sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben bzw. auch brauchen. Und da kann es natürlich ärgerlich sein, wenn man da für jeden Chart das neu definieren muss. Also aus diesem Grund haben wir jetzt hier auch eben diese Vorlagen gebracht für die Indikatoren. Das ist eine Neuerung jetzt dann in der 16. Soll im Großen und Ganzen die Arbeit mit der Plattform vereinfachen. Und im Endeffekt ist das dann meines Erachtens auch ein stimmiges Bild, weil wir natürlich dann auch in Charts ähnlich mit diesen Vorlagen arbeiten. Rundet meines Erachtens die ganze Sache ein bisschen ab. Und bleibt weiterhin hoffentlich oder meiner Meinung nach auch intuitiv. Camarilla Pivots, Fibonacci Pivots, das ist ein Thema, speziell diese Camarilla Pivots, ich kann mich erinnern, dass eine meiner besten Freunde, da hat ein System darauf gebaut, mit diesen Camarilla Pivots, die waren bis vor, glaube ich, 3 Jahren, kannte ich die selber nicht, die waren dann, möchte ich fast so sagen, so eine Art Geheimtipp. Jetzt haben wir es mittlerweile reingebracht in die Plattform, die Berechnungsgrundlage des Pivots bleibt ja gleich. Allerdings die Berechnung eben dann dieser Camarilla Pivots ist speziell. Wir haben die Berechnungsgrundlage auch in unseren Release Notes drinnen. Also wenn sich da jemand speziell dafür interessiert, bitte schlagt das nach. Auf alle Fälle hier, glaube ich, eine sinnvolle Erweiterung bringt auf alle Fälle was. Was auch womöglich was bringt in ruhigen Märkten, speziell im Sommer, glaube ich, ist dieser Choppiness-Indikator, der eben erkennt oder versucht zu erkennen, wann der Markt ruhig ist. Ja. Und wann der Markt eben eher versucht zu trenden. Also ich sage jetzt nicht, das ist der heilige Gral, aber auf alle Fälle eine Möglichkeit, vielleicht automatisiert oder auch für den diskretionären Handel, das für sich zu nutzen. Ist auf alle Fälle, glaube ich, eine sinnvolle Erweiterung oder womöglich für manche von euch Tradern interessant. Vortex ist ein Trendindikator, den wir lange in unser Support-Forum hatten, haben den auch schon von LinieTrader 7 in LinieTrader 8 gebracht im Support-Forum. Die Nachfrage danach war aber offen gesagt relativ hoch und aus diesem Grund bringen wir den jetzt standardmäßig in die Plattform mit rein. Generell zur Info, ja, wenn ihr Indikatoren, Fremdindikatoren sucht oder weitere Indikatoren, die jetzt standardmäßig nicht drin sind, ihr findet sehr, sehr viel in unserem Support-Forum. Ja, also im Grunde, also meiner Meinung nach sollte ziemlich alles drin sein, was denn so gibt. Genau, also es gab ja diesen Alligator-Indikator, ich weiß es nicht mehr, Kaufmann, der das eben rausgebracht hat, hatten wir sehr viele Nachfragen danach und hatten Kunden, die dachten, das gibt es nicht. Nee, wie gesagt, hatten wir schon jahrelang eben im Forum, mittlerweile auch standardmäßig in der Plattform drinnen. Dann hier muss ich echt wirklich zugeben, mein Favorite, also ist mein Favorit da, dieser Block-Volume-Indikator. Und das ist, glaube ich, schon wirklich interessant, wenn man dann sieht, okay, wo waren denn Block-Trades, wann haben die stattgefunden, wo nicht. Die Darstellung hier dient jetzt rein, das Beispiel zu gründen, das ist jetzt hier der E-Mini-SOP, ja, und dann sagen wir einfach, okay, Minimum von 10 Kontrakten an Volumen, das ist im S&P-Mini ja nicht viel. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze frei einstellen und das ist das Interessante. Jetzt angenommen, du bist ein Dow-Trader, dann kannst du wirklich herausarbeiten, okay, wann kam denn ein Trade mal rein mit 30 Kontrakten plus. Das Ganze lässt sich, glaube ich, ist eine interessante Geschichte auf alle Fälle, könnt ihr euch anschauen. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn man eben sieht, wann denn mal ein größerer Marktteilnehmer zugeschlagen hat. Ist standardmäßig im Linie-Trader drinnen. Brauchst dafür auch nicht dieses Orderflow Plus, also wenn du auf der Demo bist, kannst du dir das auf alle Fälle auch anschauen.
glaube ich, ist eine interessante Geschichte. Für Forex Trader haben wir jetzt hier dieses FX-Teil, nennt sich es, gebracht. Ihr kennt es mit Sicherheit auch von anderen Plattformen, die FX Letters beispielsweise auch unterstützt. Ich glaube, die MetaTrader 4 und 5, da ist auch sowas drin. Ist jetzt wirklich nichts Bahnbrechendes, aber die Nachfrage danach war einfach da. Und aus dem Grund bringen wir das mit Spread-Anzeige. Und natürlich, und das ist das Gute, du kannst auch hier weiterhin mit ATM-Strategien natürlich arbeiten. Okay, dann haben wir hier noch diese psychologische Line. Ehrliche Antwort ist hier, ich habe mich damit nicht sonderlich jetzt beschäftigt. Die Beschreibung dessen findet ihr aber in unserem Help Guide. Ein Punkt, der sehr, sehr interessant ist, ehrlich gesagt, und das ist speziell, glaube ich, für Trader interessant, die jetzt mehrere Märkte handeln. Ja, also jetzt angenommen, ihr handelt hier Währungen oder wie beispielsweise zu sehen, Euro, Dollar, Bitcoin, Apple, S&P Mini. Wir haben jetzt hier einen kleinen so einen Mini-Chart mit inkludiert. Das ist neu, das hat man bisher nicht. Ja, man konnte zwar beispielsweise die Nettoveränderung darstellen, das war dann irgendein prozentualer Zahlenwert. Jetzt ist es so, dass wir mittlerweile eben hier den Net-Change oder auch Veränderungen von Indikatoren und so weiter auch farblich eben darstellen können. Das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, sollte auch das Arbeiten mit dem Marktscanner deutlich vereinfachen, meiner Meinung nach. Ja. Also ich denke, ganz gut, ist eine sinnvolle Erweiterung und eine Erweiterung, glaube ich, die das Arbeiten mit dem Marktscanner hoffentlich auch fördern wird. Also ich persönlich nutze den Marktscanner leider auch zu wenig, wobei ich eben Kunden oder Interessenten sage, dass das ein wichtiges Tool ist. Ich glaube, es ist wichtig und das Ganze geht eben jetzt hier oder diese Erweiterung und auch weitere Neuerungen, die kommen werden, möchten wir versuchen, dass wir unsere Kunden da auch mehr drauf hinweisen. Dann abschließend hier nochmal diese Markttiefe der Crypto-Charts. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie beliebt das Ganze in Deutschland ist. Also wenn ich jetzt mit unseren Kunden und Interessenten rede, ist es das nicht kein wirklich Riesenthema. Also die sind jetzt da mehr an den DAX interessiert, vielleicht auch DAX, CFD, Währungen. Aber Krypto speziell in Amerika ist ein Riesenthema. Klar, diese Tulpenblase, haben vielleicht manche von euch schon davon gelesen, war Thema oder war auf alle Fälle ein ähnlicher Verlauf bei diesen Bitcoin-Geschichten und aus diesem Grund haben wir das eben hinzugefügt. Wie gesagt, wenn ihr das euch anschauen möchtet, ihr braucht dazu kein Brokerkonto, auch nicht in meine Demo. Wir haben hier einen Connector zu Coinbase eingebaut, könnt ihr euch das mal anschauen, wie das ausschaut. Also ihr bekommt Realtime-Charts, kostenlose historische Charts auch mal zum anschauen und auch hier diese markttiefen Darstellung wäre möglich. So, ich bin jetzt mit diesem Thema eigentlich durch und jetzt komme ich zu diesen ATM-Strategien, die ich vorher angesprochen habe. Ihr solltet jetzt meinen Chart sehen, das ist hier der Dow Jones Mini. Bitte nicht verwundern, wenn ihr oben seht, YM, Raute, Raute, minus Raute, Raute, das ist einfach diese Endloskursdarstellung, die Kinetic unterstützt. Ich habe hier eine Kinetic-Verbindung aktiv. Was wir sehen, eben jetzt speziell seit gestern, sind eben wirklich erratische Bewegungen. Ich habe mir dann jetzt hier heute mal diese Bewegung rausgesucht. Das ist eine Bewegung, wie gesagt, von 192 Punkten in 10 Minuten. Und das kann jetzt ein Markt sein, sei es der Dow oder egal welcher Markt, wenn du unterwegs bist in Futures, CFDs, Forex und du hast eine Schwankungsbreite in 10 Minuten, die schlichtweg größer ist als die an einem normalen Handelstag stattfindet. Da müssen die Stopps sitzen, da kann man nicht lange überlegen, platziere ich einen Stopp, wo platziere ich den Stopp, sondern im Grunde, wenn man hier unten short gewesen wäre, braucht man den Stopp. In dem Fall wäre es wahrscheinlich sogar ein Notfallstopp gewesen, wenn er wirklich hier, wie gesagt, 200 Punkte knapp steigt in 10 Minuten. Aus diesem Grund möchte ich diese ATM-Strategien oder das Thema ATM-Strategien kurz mehr ansprechen. Warum die euch helfen, eben Verluste zu minimieren, aber auch einen Profit eben maximieren zu können. Ich möchte heute beim Chart Trader bleiben. Wie gesagt, den kann man hier oben auswählen. Also hier oben sind diese Schnelltasten. Neben eben der Einstellung vom Chart findet ihr die fünfte, 1, 2, 3, 4, 5, der fünfte Button von rechts ist dieser Chart Trader, der im Grunde zwei aktive Zustände kennt. Ja, also entweder ist er komplett an, also ich zeige das jetzt hier mal, dann geht hier rechts eben diese verschiebbare Chart-Trader-Oberfläche auf, also man kann das eben hier frei definieren, wie breit das Ganze sein soll. Natürlich könntet ihr auch hier die Schriftgrößen verändern, wenn ihr das möchtet.
Auf der anderen Seite, der zweite Zustand des aktiven Chart-Traders wäre, wenn er verborgen ist. Ja, also man kann hier dann trotzdem Aufträge platzieren. Also ich platziere hier ein Sell-Limit und kann das Ganze natürlich auch verschieben. Dann ist der Chart-Trader aktiv, aber eben verborgen. Diesen Beispiel jetzt möchte ich einfach diesen Chart-Trader aktiv lassen und möchte eben jetzt euch zeigen, warum ATM-Strategien eben hier laden, warum die hier hilfreich sein können und was man denn damit machen kann. Also ich möchte das Thema ATM-Strategien ist eigentlich ein Thema, für das wir wirklich eigentlich ein komplettes Webinar normalerweise aufwenden. In diesem Fall möchte ich es kurz mal anreißen, dass wenn ihr neu seid bei NinjaTrader oder euch von FX Flat, wenn ihr euch da eine Demo geholt habt als Beispiel, dass ihr euch das anschauen könnt und womöglich dann auch in eurem täglichen Trading auch für euch nutzen könnt. Die ATM-Strategien findet ihr, oder die Definition der ATM-Strategien ist jetzt hier in den unteren Bereich im Chart-Trader, wo da steht ATM-Strategie nicht definiert, eben einstellbar und aktivierbar. Ich klicke jetzt nochmal drauf, das ist ein Dropdown-Menü, wo dann eben schon beispielsweise hier unten einige ATM-Strategien eben vordefiniert sind. Dann haben wir oben die Auswahl Benutzer definiert, nicht definiert. Ich klicke jetzt hier mal auf Benutzer definiert eben, um jetzt hier mal eine einzustellen, so eine Strategie. Und da sage ich jetzt einfach mal, ich möchte einen Stop-Loss haben, 20 Punkte, Gewinn 40 Punkte. Das ist hier diese einfachste Möglichkeit, mit diesen ATM-Strategien zu arbeiten. Ich könnte das Ganze abspeichern, möchte ich jetzt in diesem Beispiel aber nicht machen. Ich sage jetzt einfach, ich verkaufe jetzt hier den Markt mit dieser aktiven ATM-Strategie. Da sieht man schon, okay, die Plattform platziert automatisch eben Stop und Target. Wichtig natürlich der Stop. 20 Punkte, 40 Punkte und im Grunde sieht man dann auf der rechten Seite natürlich die Bewegung. Jetzt, wie gesagt, in dieser Kürze der Zeit, 16 Punkte wären wir hier im Plus, $80 wären das umgerechnet vor Gebühren. Wichtig dabei ist Folgendes, oder was mir immer gut gefallen hat, das Ganze, du kannst natürlich weiterhin Aufträge ganz, ganz schnell und intuitiv eben auch verschieben. Also ein Klick auf diese horizontalen Linien und du kannst im Grunde diese Aufträge verschieben und dann Stops und Targets eben auch anpassen. Wichtig ist aber, Stop und Targets sind platziert, sind an der Börse, sprich, du musst nicht irgendwo warten, du hast womöglich keine, du hast keine oder sehr, sehr geringe Latenzen eben dann, wenn es dann zur Ausführung kommt von diesen Aufträgen. Ich sage, das ist hier diese Standardvariante der ATM-Strategie. Ich möchte euch halt noch eine zweite Variante mit auf den Weg geben. Jetzt haben wir hier gleich meinen ersten Gewinn gemacht, wunderbar. Und das ist ist die Variante mit einer Auto-Break-Even-Funktionalität. Also daher gehe ich jetzt nochmal hier auf Benutzer definiert, um mir eben hier unsere Break-Even-Variante, Auto-Break-Even-Variante eben zu definieren. Und kann mir wieder Stop und Target definieren, wie ich das eben haben möchte oder wie ihr das haben möchtet. Diese Auto-Break-Even-Variante kann ich unter dem Punkt Stop-Strategie oder Stop-Strategie eben definieren. Und klicke jetzt da mal drauf und definiere mir dann, wie das ausschauen soll. Die Auto-Break-Even-Variante ist deshalb sehr beliebt, weil es simpel ist, ja, aber auch Sinn macht, meiner Meinung nach. Also im Grunde gibt es da zwei Eingaben, den Gewinntrigger, ab wann denn auf Break-Even denn gezogen werden soll. Und ich sage jetzt einfach mal in diesem Beispiel, sobald wir 5 Punkte im Plus sind, soll der Stopp auf Einstand gezogen werden, plus ein Punkt. Also angenommen, wir gehen jetzt hier bei 25.550 Long und wir sind 5 Punkte im Plus, dann soll er den Einstieg auf 25.551 schieben. Bringt das jetzt hier mal gleich mal als Beispiel, platzieren wir hier mal dieses Limit bei diesem Kurslevel, ups, und schon sind wir besser drin, wie wir wollten, weil der Markt durchgerauscht ist und jetzt hatten wir schon diesen Fall gesehen, denn wir sind in den Markt rein. Und im Grunde, der Stopp wurde nachgezogen. Ich mache das jetzt hier nochmal. Ich hoffe, da hat man ein bisschen mehr Zeit, das zu sehen. Ich platziere ein Limit. Wir sind im Markt drinnen und sobald wir 5 Punkte ins Plus laufen würden, schiebt er den Stopp automatisch nach. Jetzt bin ich natürlich nicht so geschickt rein, aber womöglich gibt der Markt uns ja diese Bewegung. Ich denke speziell, also jetzt in diesen Märkten, also diesen wilden Märkten, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt hier, eben sei es mit dem Chart-Trader, sei es mit dem Dom arbeiten zu können.
Und ja, das ist eben, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die eben NinjaTrader unterstützt und sehr, sehr gut und effizient unterstützt. Genau, das ist hier dieses Thema eigentlich, wenn es um die ATM-Strategien geht. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, die Aufträge, die du platzierst, landen dann an den Börsen, ja, sei es dieses Limit oder der Stop. Sprich, du hast geringe Latenz bei den Ausführungen, also hoffentlich weniger Slippage. Ja, und vor allen Dingen hast du natürlich diesen Absicherungsmechanismus, dass der Stopp natürlich im Markt ist. Das Beispiel oder die Begründung dahinter war natürlich hier dann diese Bewegung hier, die wir hier beispielsweise in diesen 10 Minuten hatten, von knapp 200 Punkten, wären 1000 Dollar plus oder minus, in diesem Fall, wenn wir Short gewesen wären, minus. Also daher ATM-Strategien oder beziehungsweise ein Stopp im Markt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Genau, für mich war heute wichtig, also wenn ihr vielleicht noch ein paar Fragen habt, würde ich gerne noch darauf eingehen. Für mich war heute wichtig, euch die Neuerungen vorzustellen, weil ich eben jedes Mal eigentlich sehe, dass, oder in meinen Webinaren, die ich auch gebe, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die ich schon seit Jahren kenne, offen gesagt, die aber immer gerne wieder teilnehmen und sich dann eben wiederum einfach mal wieder neu informieren, über Neuerungen informieren möchten. Das war dann der Grund, warum ich eben diese Neuerungen gerne auch bringe. Und dann jetzt hier aufgrund dieser doch deutlichen oder Riesenbewegungen der letzten beiden Tage, eben dachte ich, sprechen wir dieses Thema ATM-Strategie mal an, da das Ganze euch im Handel natürlich hoffentlich unterstützt. Ist natürlich nur ein Teil der Gleichung, ja, also sprich, ein nur enger Stopp wird nicht zum Profit führen, aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass man sich hier damit auseinandersetzt und eben sich zunutze macht, dass die Plattform das Ganze natürlich automatisieren kann. Ein Beispiel möchte ich noch bringen, weil das ein Thema ist, das mir sehr gut gefällt. Ich bringe jetzt hier mal eine EMA mit rein, Gleitner Durchschnitt. Schauen wir mal, wo die läuft. Okay, die läuft jetzt hier. Dann, ich kann auch Indikatoren an, oder ich kann auch diese Aufträge an Indikatoren eben andocken. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich schiebe den Stopp jetzt hier nochmal. Wir haben jetzt hier diesen gleitenden Durchschnitt in Gelb. Ja, und wir haben jetzt hier den Stopp und jetzt angenommen, ich möchte jetzt sagen, okay, verschieb mir doch diesen Stopp anhand des gleitenden Durchschnitts. Dann drücke ich nur die Kontrolltaste der Tastatur und dann gibt mir NinjaTrader hier diese Option Anhängen. Ja, und dann kann ich jetzt sagen, wenn ich da draufklicke auf diese Anhängfunktion, soll jetzt hier dieser Stopp an den Indikator angehängt werden. Ja, das möchte ich haben. Und dann haben wir hier nur noch einen Schlusskurs in positive Richtung. Soll das verändert werden, sage ich auch. Ja, bam. Und dann ist es so, dass wir hier Christoph, eben, ja. Geht das mit jedem Indikator? Also ich sag mal, mit jedem, der jetzt auch im Chart in den Kerzen angezeigt wird, also beispielsweise Supertrend oder irgendwelche. Also wenn du einen Supertrend hast, ich habe den leider nicht da. Ehrlich gesagt, ich habe den irgendwo installiert, aber der hat so einen komischen Namen bei mir. Ich habe schon dran gedacht, bloß ich habe ihn nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Aber es geht mit dem Supertrend, es geht mit eigentlich allem. Ja, also womit es nicht geht, ist jetzt ein RSI, ja, weil der einfach nicht preisbasiert ist, sondern oder weil der eben jetzt hier kein Kurslevel ausspuckt. Ja. Aber im Grunde geht es mit jedem gleitenden Durchschnitt, mit Parabolik. Ja. Wenn wir jetzt hier mal den Parabolik SAR reinholen. Okay, dann kann ich den auch an den Parabolik SAR auch anhängen. Ja. Also ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, ist eine einfache Geschichte, die es im Grunde, ja, die einfach ermöglicht, dass man, wenn man angenommen schnell mal weg muss, ja, man möchte den Trade managen, man möchte den Trade einfach nicht schließen, man denkt, okay, der hat weit mehr Luft und angenehm, wenn ich hänge ihn an den gleitenden Durchschnitt oder an den Parabolik SAR, ist eine, ich finde das eine geile Sache. Wir haben jetzt eh gerade gesehen, der wurde jetzt gerade verschoben, ja, weil man jetzt hier eine neue 5-Minuten-Kerzen, weil er hier eine neue 5-Minuten-Kerze gerade geöffnet hat. Ja. Also der aktualisiert sich dann der Stopp. Im Endeffekt wird der alte Stopp gelöscht. Der neue wird dann an die Börse platziert. Und im Grunde hat man hier eigentlich im Grunde zumindest ein halbautomatisches System. Es kam Ja. jetzt eine Frage, ob man auch eine Limit-Kauforder da an so einen Indikator dranhängen könnte. Ja klar. Also jetzt machen wir noch ein Beispiel dazu. Ja, ich nehme jetzt hier einfach eine benutzerdefinierte ATM, die wir jetzt gerade hatten. Und da kann ich jetzt natürlich schon sagen, Kauflimit
schiebe mir doch das Ganze an den Parabolic SAR. Ich mache jetzt bloß Folgendes, ich mache jetzt hier mal einen 10-Sekunden-Chart da draus. Ja, wo sind wir? Das habe ich jetzt hier nicht vordefiniert, sehe ich gerade. Machen wir hier mal 30 Sekunden. Wird jetzt ein bisschen dauern zum Laden. War jetzt nicht so schnell. Okay, geht. Okay. Dann platziere ich mir hier doch mal ein Sell Limit. Market if Touch geht genauso. Und hängt das Ganze an diesem Parabolic SAR an. Und wenn wir jetzt dann die nächsten paar Sekunden vergangen sind, kann ich das Ganze auch so verschieben. Ja. Genau. Jetzt hoffen wir, dass der Markt mehr fällt, dann sollte der Parabolik auch nachgeben oder weiter fallen. Dann sieht man, dass die, der Auftrag, sind wir jetzt im Moment der 25.556, dass der auch nach unten gehen wird, weil, der, weil sich einfach auch der Indikator verändert. Ja. Genau. Ja, aber das ist schon also mir, eine super Funktion. Also echt, finde ich echt cool. Ja, das ist cool. Also das ist wirklich cool. Speziell, ich meine, als Trader, der diskretionär handelt, der hat im Grunde, braucht zum Teil eben auch ein bisschen Unterstützung vom Indikator. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, die sind wir gerade zu 55 runter, also ist eben verschoben worden. Jetzt hoffe ich, dass der Markt jetzt hier mal nach oben kurz noch rennt. Und dann haben wir dann gleich hier, eben sind wir short, mit Stop, mit Target, mit Bracket Order. Ja, ist eine geile Sache. Ja. Also speziell in schnellen Märkten. Ja klar, wenn der Markt vor sich hin tröpfelt, ja im Sommer, wenn nichts los ist und man ist irgendwie im Markt, man hat irgendwie eine Position, man hat seinen Stopp, ja, dann ist es alles okay. Bloß hier nimmt der Computer einfach auch vieles ab. Ja. Also weil es einfach Bewegungen gibt, die sind so schnell, die kann man so schnell kann man nicht klicken. Das ist einfach so. Ja. Also ich hab eine kurze Frage, Christoph, sorry. Wenn ich jetzt ja, den Parabolic SAR jetzt sehe und gucke 18.13 Uhr, ja, man hätte dort jetzt einen Stop Long platziert gehabt, ja, im Chart. Ja. Na, also dort, wo der Parabolic SAR dann gewesen ist, ne? Ja. Hätte man damit auch verknüpfen können, dass der Stop Loss dann auch direkt der Parabolic SAR dann wird, wenn man dort Long geht? Das wäre im Grunde dann gleich, also im Endeffekt wäre es ein Mausklick gewesen. Okay. Ja, also wäre im Grunde ein Mausklick gewesen. Okay. Dass man sagt, okay, häng das Ganze da an, weil im Grunde ist ja so, man möchte ja nicht jetzt jeden Trade machen, sondern nach dem Parabolik normalerweise, weil, wie gesagt, Parabolik SAR, ihr seht es jetzt hier, das Teil ist nicht profitabel. Ja? Also Parabolik SAR alleine zu traden ist schlichtweg nicht profitabel, aber jetzt angenommen, ihr hättet jetzt hier diesen Ausbruch gehandelt, hättet den Auftrag platziert als Beispiel und dann das Nachziehen ohne Probleme anhand des Parabolic SARs, aber auch mit dem Stoppwert wäre es genauso gegangen. Das Ganze sehen wir hier jetzt auf der Sell-Seite, ja, wo eben jetzt hier der Auftrag eben nach unten gezogen wird. Also wenn der Markt jetzt nochmal weiter fällt, dann sehen wir eben, haben wir gerade gesehen, dass der Auftrag eben auch nach unten geschoben worden ist. Okay. Genau. Genau, also eine ganz eine coole Geschichte und ja, geht mit jedem Indikator und genau, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dass man es ausprobiert. Das Ganze ist so designt, dass der Kunde, dass der Trader sich das so machen kann, wie es ihm am besten passt. Ja. Manche würden sagen, okay, gefällt mir gar nicht. Andere sagen, okay, ist eine Riesenhilfe, wenn die Märkte schnell sind. Genauso will ich arbeiten. Ja. Es kam noch eine Frage, die ich gerade gelesen habe. Kann man im 1-Minuten-Chart beispielsweise auch den EMA aus dem 30-Minuten-Chart einblenden? Klar. Überhaupt keinen Stress, mache ich jetzt hier in dem Chart übrigens auch. Ja, also das ist jetzt hier mein Indikator, ehrlich gesagt, den ich da habe und der ist berechnet auf 60 Minuten. Aber lass uns so einen Chart schnell bauen. Nehmen wir den da oder nehmen wir einen ganzen neuen. Nehmen wir einen neuen und nehmen wir den FDAX 1 Minute. Okay, wunderbar. Also kennt jeder diesen 1-Minuten-Chart und ich hole mir jetzt hier eine sogenannte neue Datenreihe mit rein. Das ist wieder mein FDAX. Und dann nehme ich jetzt hier einen 30-Minuten-Chart. Ups, 30. Habe jetzt hier bloß mal mehr Daten rein. Gehe auf Anwenden. Man sieht jetzt hier untereinander zwei Charts. Aber da kann ich eben das Ganze natürlich abändern.
dass ich sage, okay, ich nehme die Schlusskurslinie, stelle mir die auf transparent, anwenden und schiebe das Ganze im Panel ein. Also das Ganze geht sogar noch effektiver. Bloß im Grunde zur Information, was ich jetzt hier mit ein paar Mausklicks gemacht habe, ich habe jetzt hier einen 1-Minuten-Chart, wo ich zweimal den F-DAX drinnen habe. Ja. Und wenn ich jetzt einen Indikator einfüge, sei es jetzt ein EMA, kann ich eben das Setup eben einstellen, dass ich sage, okay, berechne mir das Ganze doch nicht auf dem 1-Minuten-Chart als Input, ja, sondern nehmen wir hier den 30-Minuten-Chart, den Schlusskurs. Jetzt muss ich hier die Farbe ändern, weil ich kann dieses Orange nicht sehen. Das macht mich wahnsinnig. Und dann lasse ich hier das Ganze berechnen, 1-Minuten-Darstellung. Und wir haben dann hier eben das Ganze mit 1 Minute dargestellt, aber eben jetzt hier den Indikator auf 30-Minuten-Basis. Genau. Was mir daran gefällt, ja, der Chart wird nicht zugekleistert mit 1000 Dingen. Ja, weil ich kann natürlich, ich finde für alle Möglichkeiten irgendwas, wo ein Indikator passt, aber was mir gefällt, ist Folgendes. Wir handeln oder es gibt wirklich den guten Blick darauf, wo denn der Gesamtmarkt im größeren Zeitintervall hingeht. Ja. Und gut, in diesem Beispiel brauchen wir jetzt nicht diskutieren, da wäre die Shortzeit natürlich besser gewesen. Aber wir sehen es auch hier, wo denn der Markt einmal gedreht hat, nach oben, dass hier dann doch ein paar schöne Möglichkeiten gab, übergeordnet auch irgendwie dann lang zu gehen. Und denke, das ist eine Hilfe, ist sehr einfach zu machen und ja, bringt, glaube ich, die Leute auch weiter. Genau. Andreas, dann denke ich, sind wir mit den Fragen, glaube ich, durch. Es kam, glaube ich, nichts mehr. Schauen wir nochmal hier zum DAO, wo denn hier unser Stopp war. Der wird immer noch nachgezogen. Ist jetzt hier, seit wir da gesprochen haben, ist der um über 50 Punkte nachgezogen worden, dieser Einstieg. Oder nach unten gezogen worden. Und der Markt gibt weiterhin nach. Aber vielleicht ja, rennt er ja doch nach oben. Ja. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Tool, weil man kann ja, egal ob man jetzt long gehen möchte oder short an der Marke, da schon warten, bis eine Trendumkehr oder bis die Werte wieder an ein Level zurücklaufen, um dann wieder zu fallen oder ähnliches. Es gibt halt insofern Sicherheit, unter Anführungsstrichen an den Börsen, sicher gibt es ja wirklich an sich nicht, ja, aber es gibt halt insofern die Sicherheit, dass ich weiß, okay, mein Stopp ist platziert, mein Target ist platziert und ich kann hier, auch wenn ich mir nicht die 1 Minute gebannt vor dem PC hocke und Stress habe, ja, kann ich sicher sein, dass wir jetzt hier zu sehen, der Stopp ist platziert, mein Limit ist platziert und sollte jetzt der Markt 5 Punkte angenommen jetzt ins Plus laufen, wird das Ganze auf Break-Even gezogen. Ja, und das ist eben der Punkt, wo man dann eben durch diese ATM-Strategien Absicherungsmechanismen hat und das hat einfach einen riesen Vorteil. Ja. Ja. Also ich kann wirklich sagen, also diese ATM-Strategien speziell jetzt oder speziell zu Zeiten, die hochvolatil sind, ja, mit diese Auto-Break-Even-Variante, der Markt ist so schnell, ja, und wenn ich einfach einstelle, okay, 10 Punkte, wenn ich 10 F-DAX-Punkte angenommen in Form bin oder DAX-Punkte im Plus, ziehe mir den Stopp einfach nach auf nur noch 5 Punkte Stopp, wie auch immer, dann habe ich damit schon was gewonnen, weil im Grunde kann ich es zum Teil manuell einfach nicht nachziehen und das Ganze ist einfach in unserer Software so meines Erachtens toll gemacht und wie gesagt, ich lebe auch nicht hinter dem Mond, ich schaue mir andere Dinge auch an, andere Plattformen, aber das ist wirklich toll. Ja. Und diese ATM-Strategien funktionieren natürlich in jeder Eingabeform. Ja. Sei es jetzt der Chart-Trader, den wir hier heute behandelt haben oder auch beispielsweise im Dom, wo natürlich dann noch punktgenau gehandelt werden kann. Ja. Genau. Genau. Ja, Andreas, dann bin ich mit den heutigen Themen eigentlich durch. Ja, also ich versuche es immer so eine halbe, dreiviertel Stunde zu halten. Ja, passt. Genau, und möchte ich mich bedanken bei dir und auch natürlich bei unseren Teilnehmern, ja, klar. Es kam noch eine kurze Frage jetzt hier, ob man zum Beispiel einen 50-Tick-Chart auch als Candlestick ein Chart darstellen kann. Klar. Aber ist ja kein Thema, denke ich. Ja, klar. Also wie gesagt, speziell jetzt, und das ist eine super Frage eigentlich, ja, also aus dem Grund hatte ich nämlich hier das vorbereitet, das wollte ich euch noch zeigen, ist es hier eine 5000-Volumen-Darstellung, also 5000 Kontrakte. Und ich habe jetzt hier speziell was vorher nochmal gemacht, oder was wir hier sehen, sind 38 Kerzen, die in 14 Minuten abgearbeitet werden. Ja, also
40 mal 5, ja, sind 200.000, knapp 200.000 Kontrakte, was hier gehandelt werden in einer Viertelstunde. Das ist das, was der DAX nicht handelt am ganzen Tag oder hier gestern dann eben um, wann war das, um 15.30 Uhr zur Eröffnung hat man hier 30 Kerzen, 132 Kerzen, hat man 160.000 Kontrakte gehandelt in 5 Minuten 40. Also Tickcharts, sei es jetzt ein Volumenchart oder sei es ein 50-Tick-Chart, ist natürlich überhaupt kein Stress. Ja? Also wenn ich sage, okay, lade mir hier einen 50-Tick-Chart rein, kann es das sein, dass das natürlich jetzt ein bisschen dauert, weil 50 Tick im ES ist natürlich nicht viel. Von DAX wäre das natürlich schlauer gewesen, hätte ich es hier gemacht. Aber ja, ist natürlich möglich. Schließe jetzt mal diese Position. Und wir sehen jetzt hier natürlich unglaubliche Action. Ja. Wir sehen jetzt hier, dass natürlich Kerzen beispielsweise mit diesen 50 Tick natürlich permanent am Entstehen sind. Ja. Und kann man natürlich mit Candlestick machen, kann man eben einstellen, wie man will. Ja. Das Ganze ist natürlich flexibel. Wenn ich jetzt sage, okay, machen wir hier einen 300er Tick Chart raus als Beispiel, ja, dann sehen wir natürlich weniger Kerzen. Man muss das natürlich von Markt zu Markt individuell anpassen. Genau. Genau. Ja. Okay, und das, was man, dass man jetzt die Kerzen blau, gelb und rot sieht, das ist auch ein Indikator, denke ich mal. Ne? Ja, das ist ein Indikator, an den ich rumbastel, wenn ich ehrlich bin. Also das hatte ich irgendwo, also bitte nicht davon ablenken lassen. Das ist ein Indikator, an dem ich selber rumbastle. Okay. Einer, den Gut. ich nicht... Genau. Entschuldigung. Ja, nee, kein Problem. Super, dann vielen Dank, Christoph, vielen Dank an die Teilnehmer. Gerne, ja. Ist auch sehr, sehr interessant, wenn da auch jetzt hier live Fragen gestellt werden. Ich meine, dafür ist ein Webinar ja da. Ich meine, klar können Sie sich im Nachgang das Video alle anschauen, die Aufzeichnung nochmal das eine oder andere sich zu wiederholen, ja, oder nochmal in Ruhe nachzuvollziehen. Aber ich denke mal, live ist das auch immer eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Ja, vielen Dank dafür. Die Aufzeichnung ist in den nächsten Tagen dann auch verfügbar auf unserer Seite im YouTube-Kanal und natürlich genauso wie die letzten Aufzeichnungen. Wir führen das ja alle 3 Wochen durch und ja, denken Sie nochmal an Frankfurt, wenn Sie Lust haben, uns kennenzulernen. 22. November, da sind wir live vor Ort. Dann Ihnen einen schönen Abend. Ja, ich glaube, jetzt war das Bild plötzlich weg, aber ich denke, Sie hören mich immer noch, hoffentlich. Ja, also von meiner Seite Ihnen noch einen schönen Abend, eine angenehme Woche und natürlich viel Erfolg an der Börse, auch wenn es jetzt ein bisschen volatiler ist. Ja, beachten Sie immer Risiko, Money Management und ja, wenn im Nachgang Fragen kommen, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren. Wir sind da gerne für Sie da. Also, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.